im Niemalsland. Eines Tages kam er auf der Fahrt durch die Literatur ins Niemalsland. Dort traf er sie, die ungeschriebenen Gedichte, die ungedachten Gedanken, die stummen Schreie, die es niemals gab und niemals geben wird. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart hatten sich zu einem Punkt vereinigt, unendlich groß, unendlich klein. Auf diesen Zeitort setzte er seinen Gedenkstein, darauf stand: den ungeborenen Wörtern.